Alles klar, geht weiter. Bei Diablo. Bei Diablo 1 in der Hölle. Ne? Das ist ein bisschen risky hier, aber. Scheint so, dass wir das ein wenig die Chance gut ist, oder naja, ist zumindest nicht mehr so schlecht. Hi. Dass wir das eventuell hinkriegen. Ja, ich weiß, ich ziehe mich immer wieder zurück, aber das kennt man gar nicht von späteren Diablo-Teilen, ne? Also von, ne, von Diablo 3 und sowas alles, da rennt man ja immer in die Massen rein. Aber hier, da machst du mal den Rückzug. Vor allen Dingen, wenn du dann keine Magic Resistance hast. Und einfach mal nur daneben haust. Das ist natürlich doof. Aber kriegen da schon hin. Da sind noch welche. Zu meiner Lieblingsecke. Okay. Das ist nur einer, oder? Können wir den hier, mal kurz platt machen. So, hier ist wieder der eine Typ, der lacht dann. Den werden wir natürlich wieder anquatschen, aber die Quest haben wir natürlich nicht. So. Ich konnte mir doch irgendwas noch anklicken, oder? Manchmal ist das ein bisschen komisch. Weil da unten der Weg hier, ist das der, wo wir hergekommen sind? Nee, oder? Doch, das ist der, wo wir hergekommen sind. Wir haben doch eigentlich schon hier in dem Gebiet den nächsten Weg nach unten gefunden, ne? Aber der war, glaube ich, hier oben irgendwo. Na gut. Please, don't kill me. Das mit Lachdennen kennen wir ja. Hier, Lach. Please. Denn das haben wir uns einmal angehört, das brauchen wir nicht normal zu machen, weil der Text sich nicht ändert, der wird nicht randomized. Leute, so weit sind wir noch nicht, dass sich Texte randomisen können. Vor allen Dingen damals waren wir noch nicht so weit. Der wird vor allen Dingen, eigentlich müssten wir so eine Rüstung hier haben und uns voll einkleiden mit genau dem, was der hier anhat, weil der wird ja scheinbar nicht angegriffen. Dann könnten wir die voll austricksen. Das wäre doch was. So, hier ist, glaube ich, der Weg nach unten irgendwo, ne? Genau, hier. So, safety safe. Alles klar. Ja, wir können aber da oben noch lang, ne? Aber wir machen den Trick mit der Ecke. Würde ich sagen. Ne? Zumindest versuche ich das. Was ganz schön wäre, wenn man hier Heiltränke irgendwie auch noch hier aufpacken könnte, ne? Das wäre ganz schön. Weil so muss ich nämlich mal 1, 2, 3, 4 drücken, was natürlich auch völlig in Ordnung ist. Aber ihr wisst ja so... Ach ja, richtig, da hätte ich mal... Das, ne, ihr wisst ja von meinen teilweise Missklicks, die ich da gemacht habe, so Misspresses. Hi, na? Habt ihr mich gesehen, na? Kommt mal hier hinter diese Ecke. Da kommen die alle. Nach und nach. Oh, das ist natürlich kack jetzt. Übrigens, warum ich das mache. Können wir Titus durchspielen? Ne, können wir noch nicht. Warum ich das mache mit den ich fühle sie hinter die Ecke. Das liegt daran, das war jetzt gerade ein bisschen doof. Manchmal klappt es, manchmal nicht, weil die Steuerung auch ein bisschen doof ist. Das liegt an diesem Grid-System. Das heißt, auch die Gegner haben diese Einschränkung mit diesem Grid. Und wenn natürlich ein Gegner hinter einem Gegner steht oder hinter einer Ecke steht, dann können die mich nicht hitten. Und deswegen versuche ich da immer so einen Gegner nach dem anderen hinter die Ecke zu schieben, damit ich immer gegen einen Gegner kämpfe und nicht gegen mehrere gleichzeitig, damit ich da eine höhere Wahrscheinlichkeit habe zu überleben.
Und also das ist eigentlich die Idee dahinter, weil das Grid-System einen so mega einschränkt. Sowohl mich als Spieler, ne, aber auch die Gegner selbst. Und das ist halt eben so dieser Trick, ne? Das kannst du bei Diablo 2 und bei Eltern, ab Diablo 2 kannst du das natürlich nicht mehr machen, weil das Grid-System gibt es hier nur im ersten Teil. Im zweiten Teil, da ist es schon nicht mehr drin. Weil so krass anders war, dass es. Na gut, also die haben mich halt alle einzeln angegriffen, nicht irgendwie alle zusammen. Das ist zumindest. Da ist die Überlebenschance halt höher. Das ist halt das Ding. Ne? Oh, es kommen wahrscheinlich nochmal welche mir entgegen hier. Oder nicht? Warte mal, wir machen mal hier ein Safety Save. Da haben wir sie. Ganz gut. Okay, da kommen noch welche. Ja, das. I gotta pawn some of this stuff. Das ist doch nicht so verkehrt. Würde ich mal sagen. Safe. Ja, jetzt muss ich leider ein bisschen öfter safen. Wenn das vielleicht ein bisschen nervig ist. Hallo. Na, was geht ab? Ich glaube, da ist eher so ein kleinerer Raum, ne? Doch nicht. Na, was geht ab? So. Safe. Kleiner Raum. Habe ich gut gesagt. Full Plate Mail. Okay. I can't carry anymore. Okay, wait a moment. Ich werf mal die beiden Sachen raus. Ey, 74. 74 Armor, das ist ja noch besser als das. Aber Full Plate bedeutet ja wahrscheinlich, dass der Kopf auch ersetzt wird, oder? Nee, gar nicht. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also eine volle Plattenrüstung mit 74 Armor. Das ist natürlich geil, nochmal besser als die 31er. 31er Move, ne? Das ist natürlich gut. Das freut mich sehr. Wo haben wir die Kopfrüstung? Da. Also die können wir noch mitnehmen. Das Buch nicht, aber das Buch bringt halt auch viel Geld, aber das Ding ist halt ein Unique Item. Das bringt halt nochmal ein bisschen mehr. Deswegen lassen wir das Buch jetzt erstmal liegen. Ja, diese 31, diese Rüstung hier, die kommt echt zur richtigen Zeit, ne? Das ist echt gut. Das wird nochmal gesaved. Ja, hat er gesaved? Hä? Jetzt? Ja, ganz komisch, manchmal flackert dieses Save kurz auf und manchmal nicht. Da weißt du halt nicht, ob das gemacht hat. Okay, dann werden wir mal gucken, wie das jetzt ist, ne? Ob wir jetzt hier ein bisschen mehr aushalten. Ja. Natürlich geil. Ja, volle Plattenrüstung. Meine Axt einfach
unglaublich blutig. Aber die Chance hat sich gerade erhöht. Cloak. Ich glaube, das ist jetzt... Also, come on. Also, ja, wir haben hier noch eine Cloak. Kurzer Test. Logischerweise nicht. Würde mich auch wundern. Aber man kann ja mal prüfen, ne? So, gucken wir mal. Okay, läuft gerade sehr gut. Wollte ich nicht so laut sagen, weil dann kommt der irgendwie so ein fucking... Okay. Ich glaube... Chainmail. Okay. Ja, können wir da auch nochmal prüfen, aber ich glaube, das... Ich muss mal hier kurz das Gebiet ein bisschen prüfen, nicht, dass mir da noch ein... Ja, genau. Die komischen Viecher, die treffen mir jetzt irgendwie fast gar nicht mehr. Das ist ja geil. Mana Shield Scroll, da können wir mal mitnehmen. Book of Flash. Immer trotzdem diese Chainmail überprüfen, weil es könnte ja sein, dass wir ja trotzdem da irgendwie was Geiles da gedroppt haben noch, ne? 20, ja, come on! Und die ist auch noch nicht identifiziert, ne? Also da kann doch noch was Geiles drin sein, ne? Also, weiß ich nicht. Das will noch besser werden oder so. Ne? Das muss man ja auch noch bedenken. Das ist natürlich schon ganz cool. Ich habe jetzt so ein blödes Scroll aufgenommen. Ja, kann man machen. Ja, die Scroll muss da mal aus der... Dass die Scrolls sich da automatisch reinpacken, ist auch ein bisschen blöd, ne? Haben wir eine Identifizierungsscrolle vielleicht mal? Ne. Schade, weil dann können wir zumindest mal hier so... Das haben wir auch noch nicht identifiziert, ne? Also das kommt auch noch dazu, ja? Also diese beiden Sachen. Das ist halt schon ganz geil. Also das... Da haben wir schon coole Drops. Komm. Und jetzt können wir auch so einen Pulk von Gegnern aushalten. Ne? Das ist schon eine gute Verbesserung. Oh, wir haben Level Up gemacht. Das ist ja. Oh, da hätte ich den Trank gar nicht trinken lassen. Ich hätte ehrlich gesagt gar nicht erwartet, dass wir überhaupt noch ein Level Up machen. Ja, scheinbar Dexterity können wir nicht mehr leveln. Dexterity funktioniert nicht mehr. Das ist, also, ich sag mal so, Leute, ja, das stimmt irgendwas nicht mit dem Erfahrungspunkten. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es scheint andere eventuell nicht zu haben. Ich weiß nicht, ob bei der Version oder mit dem Zusammenspiel meiner Hardware, die einfach zu schnell rechnet, und dem Spiel, was eigentlich langsamere Hardware gewohnt ist, dass dann einfach das Spiel, beziehungsweise dass meine Grafikkarte oder whatever, meine CPU das Spiel zu schnell im Hintergrund berechnet, dass dann die Experience-Rate manchmal durchdreht. Das kann passieren, glaube ich mal, dass das der Grund ist, weil ansonsten, ich habe halt nichts gefunden, warum theoretisch das bei mir so passiert ist. Oder ob dann überhaupt irgendwie hier mal die Rate ein bisschen angepasst wurde. Was ich auch nicht unbedingt
glaube, aber naja, ne? Ja, wir haben jetzt nochmal ein Level-Up gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob wir auf Vitality gehen, damit wir noch mehr Leben haben, oder ob wir nochmal ein bisschen in Strength reingehen, damit wir zumindest nochmal ein bisschen mehr Schaden machen. Mit jedem Level-Up bekomme ich auch ein bisschen auf alle Stats-Punkte noch einen Bonus drauf, ne? Ja, aber da ist noch mal ein bisschen auf Leben gehen. Komm, ein Punkt auf Leben. So. Nur Full Mana. Ja. Mann, ich würde das gerne alles mitnehmen, aber die Heiltränke sind mir ein bisschen wichtiger, ne? Aber wie gesagt, wir sind jetzt fertig mit der. Naja, noch nicht ganz, ne? Aber mit dieser Ebene. Die nächste Ebene, 15 oder 16. Ne? 15 oder 16. Eins von beiden. Gehe ich mal von stark aus. Da wird Diablo sein. Dann geht das Spaß richtig los. Machen wir hier ein Safety Safe, aber ich glaube, ich trinke trotzdem nochmal einen Trank. Groß ist diese fucking Ebene. Ah, hier ist Ende, okay. Ich dachte, da würden jetzt noch irgendwelche Räume kommen, aber na, zum Glück nicht. Man reicht auch langsam mal. Ah, hier kommen wir. Hier gibt es eine Abkürzung zurück. Mal da. Jetzt werden aber definitiv kein. Na doch, hier in der Ecke noch, aber. Ja, wenn der Hit sitzt, dann können wir die schneller besiegen, ne? Wenn ich hitte, dann mache ich Schaden. Das ist die Devise. Wenn man hittet, macht man Schaden. So, hier ist die Scroll des unglaublichen Nervens mit meiner Leiste gekommen. Ja. Das sieht gut aus. Oben ging es noch weiter, ne? Oben war noch ein bisschen was, wo man hin konnte. Dann porteln wir uns zurück. Und dann gibt es Level 15. Und wie gesagt, entweder Level 15 oder Level 16. Da ist unser Ziel Diablo. Mehr als die Hölle gibt es ja auch nicht. Und wenn wir den besiegen, dann sehen wir noch das Ende kurz, die Cutscene, so von wegen, hey, guck mal hier, ich bin komplett verwirrt und ich weiß nicht, wie ich Diablo besiegen kann, also ramme ich mir den Seelenstein in den Kopf und fertig ist. Und dann wird der Typ, also ne, wird unser Charakter wie irgendwie zum so irgendwas Wanderer in Teil 2. Und den verfolgt man dann. Oh, hier ist ja schon Ende. Gut, dann können wir uns porteln. Gehen wir nochmal zur Treppe zurück, wo es runtergeht. Ne, zu diesem Wanderer. Und den müssen wir verfolgen. Und natürlich kommt Diablo wieder. Ne, das haben wir aber alles in Teil 2. Und Teil 2 ist auch ein bisschen schöner, grafisch natürlich, ne? Weil wir ja die Resurrected-Version dann spielen werden. Und und
Quality of Life Sachen sind da ein bisschen mit drin. Wir haben eine Truhe, eine Share-Truhe, die wir, naja, gut, für einen Charakter brauchen wir die jetzt nicht unbedingt. Ja, ich glaube, ein bisschen größeres Inventar haben wir. Wie gesagt, wir haben eine Truhe, da können wir ein paar Sachen, die wir vielleicht für später vielleicht nochmal brauchen, reinpacken. Das Gold, wenn wir sterben, droppen wir alles, ne? Und beim Gold ist natürlich immer richtig ätzend, deswegen gibt es aber auch die Möglichkeit, Gold einzulagern. Da gibt es wirklich eine Bank quasi in der Truhe, in unserer Truhe. Da können wir dann Gold einfach so einlagern. Nimmt dann keinen Platz weg. Das Gold allgemein nimmt in Diablo 2 keinen Platz weg als Goldhaufen im Inventar, sondern das ist einfach so ein kleines Fenster, wo dann der Goldwert drin steht und sowas alles. Also das Quality of Life schon gegeben. Und natürlich diese nervige Grid-Steuerung, ne? Also dass du halt so komisch so schräge gehst und so, ne? Das hast du da auch nicht mehr. Du kannst dich normal bewegen, wie man es kennt. Da wird die Steuerung um einiges besser. Und dann schauen wir mal, wie wir das hinkriegen, ne? Erstmal porteln wir, ne? Wir nehmen hier ein paar. Schon ein paar Sachen, ne? Aber das sind alles Scrolls. So, zack, hier, bam. So, damit ich es nicht vergesse. Eine Portal-Scroll mitnehmen, damit wir safe sind. Wenn ich nicht nochmal das vergesse. Ja, hatten wir ja einmal. So, Great Helm. Dies. Das nehmen wir auch. So, come on. Was ist da drauf? Was ist da drauf? Plus 17 zu Strength. Zu Stärke. Ja, ist natürlich geil. Hier. Hit. Points plus. Oh. Wäre auch cool. 15 zu Strength. Oh, wenn wir das beides kombinieren, ne, dann haben wir zwar ein bisschen weniger Dingens, ne? Also weniger Armor. Aber mehr Stärke. Holy shit. Wie hätten wir denn? Mehr Leben dann? Ne, wir haben weniger Leben. Okay, wir hätten dann weniger Leben. Jetzt haben wir nämlich 327 Leben. Weil Hitpoints 95. Ja. Okay, wir bekommen ja ein bisschen Strength noch dazu. Mit so, ne? Ich meine, dann wären wir auch 60 bis 78. Hier mit 73. Ja, gut, das, ne? Also, ich glaube, wir nehmen dann doch lieber die, ne? Die Hitpoints, die sind natürlich ganz schön. Noch mehr Stärke ein bisschen dazu bekommen. Die gehen ja noch ein bisschen schneller down. Ja, doch, das geht. Ein bisschen Tränke müssen wir dann nochmal einkaufen. Und dann sollte das gut klappen. Wow, what can I do for you? So. Oh, die Blade of the Lion. Was? Blade of the Lion? Ist das. Achso, ist das unsere Kopfrüstung? Nee. Ah, nee, Blade of the Lion, das stimmt. Das ist volle Plattenrüstung, hieß die ja. Die hat sich jetzt natürlich. Hat natürlich eigentlich einen Namen, aber. Wow, muss man erstmal identifizieren. Das ist schon in Ordnung. Ja, da muss ich ein bisschen zum Reparieren ausgeben. Wobei, die ist ja von Anfang an ja schon ein bisschen beschädigt gewesen, ne? Also. Eigentlich in Ordnung. Scroll of Tom Portal. Achso, das ist die wir aufgenommen haben. Ups. Ja, die müssen wir alle verkaufen. Das Gold muss raus. So. Also wir sind schon echt rich. Das ist gut. Ja, den Rest verkaufen wir. Und dann... Also, den verkaufen wir nochmal bei der Hexe. Dann gehen wir zurück, kaufen uns noch ein paar Tränke zum Heilen. Und dann gucken wir mal, ob in der nächsten Ebene schon Diablo da ist. Oder
ob wir noch eine Ebene tatsächlich machen müssen. Wird spannend, Leute. Ach, die kann ich sogar alle benutzen, die Scrolls. Wir müssen jetzt mal gucken. Ist immer so easy gewesen, alles was rot ist, das kann ich ja sowieso nicht benutzen. Das muss ich hier nur lesen, Leute. Das weg. Ich meine, ja, theoretisch könnte ich die auch mal benutzen, ne? Also so ist es ja nicht, aber habt ihr schon mal einen heilenden Krieger, einen zaubernden Krieger gesehen? Also das ist ja komplett, das macht ja komplett keinen Sinn. So, da können wir jetzt wieder ein paar Tränke reinballern. Dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Ja. Wollen wir mal kurz der Safety. Ja. Muss ich immer doppelt und dreifach überprüfen. What ails you, my friend? Vor allen Dingen, wenn wir bei Diablo sind und dann vielleicht mitten im Kampf uns mal zurückordeln müssen. Wäre das vielleicht mal ganz geil, auch eine zu haben. Ne? Wie viel haben wir? Ja, gut. Na, vielleicht so drei Plätze noch für Ringe oder sowas ist halt in Ordnung. Das kann man ja nochmal. Kann man ja nochmal bereithalten. Ja. Nice. Sind wir wieder ready? So, was sagt ihr denn hier nochmal? Wow, what can I do for you? Ah, Lachdannen. Lachdannen haben wir ja hier. Oh, stimmt, aber da haben wir ja die. Oh, wir haben bei Lachdannen haben wir die Sachen nicht. Diese eine Sache nicht gefunden, wo ich eigentlich dachte, das würden wir finden, aber das haben wir nicht. Auf der Ebene. Ja, gut, ist nicht so schlimm, wenn wir das nicht schaffen. Ich meine, wir müssen nur Diablo klatschen, dann ist alles vorbei, ne? If it is actually Lachdannen that you've met, then I would advise that you aid him. I dealt with him on several occasions and found him to be honest and loyal in nature. Curse that fell upon the followers of King Leoric would fall especially hard upon him. Ja, das die sagen muss, ist ein bisschen was Cooles. Ich rede mal mit der Hexe da mal nicht, ne? Über Lachdannen. Dann muss ich so weit laufen. Will ich nicht. You speak of a brave warrior long dead. I'll have no such talk of speaking with departed souls in my inn yard. Thank you very much. Hello, my friend. Stay a while and listen. You claim to have spoken with Lachdannen. He was a great hero during his life. Lachdannen was an honorable and just man who served his king faithfully for years. But of course, you already know that. For those who were caught within the grasp of the king's curse, Lachdannen would be the least likely to submit to the darkness without a fight. So I suppose that your story could be true. If I were in your place, my friend, I would find a way to release him from his torture. Ja, mal sehen, ob ich das hinkriege oder ob vorher Diablo stirbt. What ails you, my friend? Oder ich. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich sterbe, ist höher. Also mein Charakter, ne? A golden elixir, you say? I have never concocted a potion of that color before, so I can't tell you how it would affect you if you were to try to drink it. As your healer, I strongly advise that should you find such an elixir, do as Lachdannen asks and do not try to use it. Ja, also ich sag mal so, ja, ich kann verstehen, dass er sagt, so, nun benutze es mal lieber nicht selber.
Aber ja. Ja, wir haben da oben übrigens auch noch diese eine Frau da, ne? Aber die ist ja so useless, dass da, ja, weiß ich auch nicht. Da kann ich auch noch ein bisschen hören von der, aber nee, was die sagt, interessiert mich nicht. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Dann geht es weiter runter, würde ich sagen. Wobei, warte mal, wir gehen doch schon mal rein, ne? Dann geht's zu 15. Geil. Also, bis zum nächsten Mal, haut rein. Tschüss.